Wir haben heute im Bermuda-Studio zu Besuch Jörg Albert, der uns weiter über die Situation in Griechenland und die erdrückenden Auflagen des sogenannten Euro-Gipfels aufklären wird. Ich bin Sozialkundelehrer aus Rheinland-Pfalz, der die fragwürdige Erfahrung gemacht hat, während dem Zusammenbruch der argentinischen Wirtschaft von 2001, 2002 als Auslandsdienstlehrkraft auch in Buenos Aires zu leben. Ich habe das sehr, sehr hautnah miterlebt. Das, was gerade im Moment in Griechenland passiert, hat mich im Grunde auch seit der Zeit mit der Thematik von Verschuldung und Außenhandelsdefizit beschäftigt. Von daher habe ich mich jetzt auch dann vor Wochen zum Experten in der Griechenland-Krise erklärt. Deswegen haben wir dich eingeladen und du hast mir in der Vorbereitung von dieser Sitzung die Erklärung des sogenannten Euro-Gipfels, des Euro-Summit, von letzter Woche geschickt. Euro-Gipfel, noch nie gehört. Was ist das? Euro-Gipfel, also jeder, der Wikipedia befragt, nach Euro-Gipfel findet nichts, außer ein Querverweis, also ein Link zu Euro-Gruppe, die ist schon länger bekannt. Denn Euro-Gipfel ist eine informelle Institution, eine Sondersitzung des EU-Gipfels. Und da fangen schon die Verwirrungen an, wie oft bei so Euro-Institutionen. Denn Euro-Gipfel gibt es im Grunde gar nicht in dem Gefüge von Europa. Europa ist formal demokratisch orientiert, größtenteils demokratisch. Der Euro-Gipfel ist nichts anderes als eine Versammlung der Regierungschefs der Euro-Staaten, haben aber keine direkte demokratische Legitimation, außer über die demokratische Legitimation ihrer Ursprungsländer, wie halt dort Regierungen gebildet werden. Wir besprechen jetzt einfach mal kurz, was die einzelnen Punkte sind. Einmal heißt es hier, es ist geplant, die Straffung des Mehrwertsteuersystems und die Ausweitung der Steuerbemessungsgrundlage, um die Einnahmen zu erhöhen. Mehrwertsystem ist soweit klar, da gibt es wahrscheinlich keine Frage mehr, aber die Ausweitung der Steuerbemessungsgrundlage, da habe ich ein großes Fragezeichen. Das ist Teil von einem Maßnahmenkatalog, der bis zum 15. Juli quasi durch das griechische Parlament abgesegnet sein muss. Das heißt, die haben bei diesem informellen Euro-Gipfel schon beschlossen, was 4 Tage später das Europäische Parlament verabschieden muss. Der wichtigste Punkt ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Tourismusbranche von 13 Prozentpunkten auf 23 Prozentpunkte. Das heißt, eine Erhöhung von 80%, muss man sich mal vorstellen. Jetzt kommen ja die griechischen Bürger ja glücklicherweise wieder auf die Bank und können ihre 60 Euro abheben. Naja, die können ihr eigenes Geld abheben. Also was für eine Wohltat, ne? Ja, genau. Da gibt es vom 15. Juli gab es noch das Festklopfen von den Primärüberschüssen und dieser Automatismus, dass quasi, wenn der Primärüberschuss von 1 bis 3,5%, ne, wenn der nicht erreicht wird, dann gibt es automatische Ausgabenkürzungen. Das heißt, das griechische Parlament hat kein Budgetrecht mehr. Du erklärst vielleicht nochmal Primärüberschuss, da kann ich mir zunächst nicht so viel drunter vorstellen. Ja, das ist ein weiterer Punkt, den sie am letzten Mittwoch beschließen mussten, das griechische Parlament, was sie wirklich beschließen mussten. Und zwar der Primärüberschuss eines Staates ist der Überschuss quasi Einnahmen minus Ausgaben. Das heißt, Griechenland muss für das Jahr 2015 einen Primärüberschuss von 1% erwirtschaften, also 1% mehr Einnahmen als Ausgaben haben. Für das Jahr 2016 sind es 2%, für 2017 3 und für 2018 sind es 3,5%. Das heißt, der griechische Staat wird quasi in eine Firma verwandelt, die eine gewisse Rendite erwirtschaften muss. Wenn, und das ist, haben sie auch beschließen müssen letzte Woche, wenn das Ziel nicht erreicht wird, werden automatisch die Einnahmen so weit gekürzt, dass diese Rendite erwirtschaftet wird. Und es ist jetzt schon klar, dass sie das natürlich nie mehr machen können. Das ist eine Verklausulierung von drastischen Ausgabenkürzungen. Das heißt, der Bund und die Länder dürfen keine weiteren Schulden machen. Das heißt, da haben wir einen Primärüberschuss von 0%. Das heißt, aber die haben diese Logik jetzt, dass die Parlamente, die Landesparlamente und der Bundestag quasi das Budgetrecht in diesem Punkt verloren haben, haben sie ausgedehnt. Die haben gesagt, also ihr müsst sogar noch einen Schritt weitergehen. Ihr müsst quasi eine Rendite erwirtschaften, um eure Schulden, die ihr im Laufe der Bankenkrise angehäuft habt, um die an uns zurückzuzahlen. Was mir da einfällt, soziale Unruhen, die infolgedessen auftreten werden, also zwangsläufig nehme ich mal an. Das ist jetzt die Frage. Ne? Wenn gibt es in Griechenland, der sich wehrt gegen die Maßnahmen des Staates zur Ausgabenkürzung, zur Lohnreduzierung, zur Mehrwertsteuererhöhung. In der Vergangenheit war das die Syriza-Regierung. Die Syriza-Regierung ist jetzt genau die Regierung, die diese Maßnahmen gezwungen ist, umzusetzen. Das ist die eigentliche griechische Tragödie. Ne? Okay, wir machen doch mal weiter mit dem Katalog und zwar jetzt zum Rentensystem. Das wird die griechischen Rentner auch wenig freuen. Ist es ein wesentlicher Teil des Programms? Ja. Und zwar über zwei Umwege. Und zwar im Jahr 2012 hat das oberste Gericht in Griechenland die Verfassungsmäßigkeit der Rentenreform. Ihr seht meine Gänsefüßchen, ne? Ja, jetzt, ich sehe sie. Ich teile sie euch mit, die Gänsefüßchen. Das heißt, das Verfassungsgericht hat die Rentenkürzungen rückgängig gemacht, 2012. Und das Papier des Euro Summit sagt, nee, also das geht ja gar nicht. Rentenkürzungen rückgängig machen. Also entweder ihr macht das rückgängig machen wieder rückgängig oder ihr spart an anderen Opfern.
im gleichen Betrag. Aber so kann das nicht stehen bleiben. Mhm. Und es wird darauf rauslaufen, dass die geringen Renten nochmal gekürzt werden, dass die verschiedenen Sonderrenten, die auch hier groß breit getreten worden sind, in den Boulevardmedien, deren Kürzung, deren Abschaffung steht auch in dem Papier. Ne? Gut, zum nächsten Punkt, der leuchtet mir jetzt noch am ehesten ein, Sicherstellung der vollen rechtlichen Unabhängigkeit des griechischen Statistischen Amtes. Ja, das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die entsprechenden Zahlen bekommen, die auch realistisch sind. Oder wie ist das gemeint? Ja, klar. Das heißt aber auch, dass die Erhebung von statistischen Daten nicht mehr Aufgabe eines souveränen Staates ist, sondern dass es Aufgabe ist jetzt von den Institutionen, die jetzt wieder quasi wie nach einem karthagischen Sieg, wie Varoufakis geschrieben hat, jetzt wieder in das Land kommen und quasi die staatlichen Institutionen übernehmen. Und hier natürlich vor allem jetzt die Statistikbüro, weil das die Grundlage ist für die Besteuerung. Die Steuern, die sollen ja wieder aus dem Land abgezogen werden. Ne? Ja, okay, wir lassen es mal so stehen. Zum letzten Punkt. Das war das Festschreiben von einem Primärüberschuss und dass dieser Primärüberschuss, wenn er nicht erzielt wird, automatisch zu Ausgabensenkungen, also zu einer fiskalischen weiteren Austerität kommt. Okay, vielen Dank, Jörg, dass du heute bei uns zu Besuch warst. Davon wahrscheinlich demnächst mehr. Ja, danke.